Die Abdeckung eines Belüftungsschachts. Na, sowas. Das ist ja mal was ganz Neues. So, dann machen wir eben auf. Boom. Und müssten wir jetzt nicht an die Stelle kommen, die wir da von unten schon gesehen haben? Nee. Scheinbar nicht. Oder doch? Ja, doch, 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 doch. Das sieht ganz so aus. Ich frage mich, ob wir jetzt hier einfach rüberkommen. Aber dieses kurze Leuchten, was wahrscheinlich ein Checkpoint ist oder ein Safe Point, deutet darauf hin, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Das ist schon mal gut, wollte ich gerade sagen, aber ich bin mir da eigentlich gar nicht so sicher. Ja. Auf jeden Fall geht's weiter, immer weiter. So, ein Belüftungsschacht, Abdeckungsdings. Ja, guck mal. So, dann einmal mit Schmackes hier. Einmal mit Schmackes und... Ah, okay, jetzt sind wir hier einfach auf der anderen Seite und uns hier hingecheatet. Verstehe. Ja gut, kann man machen. Kann man an sich sehr gut machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie wir wieder zurückkommen. Kann man das vielleicht nehmen, dieses kleine Ding, was da ist? Ich jump hier mal runter. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie wir zurückkommen. Können wir vielleicht das nehmen und das Ding da verstopfen? Nee, scheinbar nicht. Das ist jetzt blöd. Na gut, mal gucken, was Plan B ist. Aber wir haben auf jeden Fall Benzin. Gasoline. Ich bin mir sicher, dass Red diesen Schlüssel und diesen Kanister gemeint hat. Ach, mach Sachen. Ja, erstmal gucken, erstmal gucken. Vielleicht braucht er ganz spezielles Benzin oder Diesel oder so. Oder er meinte irgendwas ganz anderes. Er spricht ja so in Rätseln, der Red. Ja, ja, der liebe Red. So, und können wir jetzt hier was machen oder müssen wir da wieder zurück? Können wir vielleicht uns hier was basteln? Pass auf. Wir machen hier uns so eine behilfsmäßige Treppe. So? So vielleicht? Oder? Oder? Was sagt ihr? Hier, kann man das vielleicht noch so ein bisschen stützen? Hüpf. Ja, fast. Aber vielleicht geht das. Pass auf. Ja. Ja gut, oder mit den ganzen kleinen Kisten. Das geht wahrscheinlich auch. Allerdings könnte es nicht, hahaha, nicht in den Dampf hier oder in das Gas laufen. Könnte es nicht theoretisch sein, dass wir die Dinger hier gar nicht mehr zur Verfügung haben, wenn wir die irgendwie blöd weggeschmissen haben oder so? Weiß ich nicht. Hüpf. Na komm. Vielleicht gleichzeitig ducken oder so. Moment. Hüpf. Nee, das scheint nicht so zu funktionieren. Vielleicht können wir das Ding hier noch zu Hilfe nehmen. So vielleicht? Oder ist die Idee jetzt hier, das Gas in Brand zu stecken oder so? Hier ist es vielleicht einfacher, ne? Warte mal. Da ist es vielleicht... Ah, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Da ist das Regal nicht so hoch. Nee, ist ein bisschen Fummelarbeit hier. Aber es geht. Es funktioniert. Super. Keine Ahnung, ob es so gedacht war, aber probieren wir es. Ich frage mich jetzt echt so ein bisschen, achso, können wir jetzt hier einfach runterjumpen oder müssen wir da noch irgendwas machen? Ich frage mich so ein bisschen, ob wir das Feuerzeug theoretisch benutzen könnten mit diesem Gasleck. Ist wahrscheinlich keine gute Idee, aber ich... Ja, ich wollte gerade sagen, ich guck mal, ob es theoretisch möglich sei, ob das da als weiß angezeigt wird. Allerdings können wir ja so einiges, oder an einigen Stellen wird das Feuerzeug als weiß angezeigt und dann sagt er nur, nö, geht nicht oder so. Ja, es wird tatsächlich als weiß angezeigt, aber ich... Das sollte unser Last Resort sein wahrscheinlich. Wenn wir nicht mehr weiterkommen, dann probieren wir das. So... Und nun frage ich mich, erstens, ob wir hier noch irgendwas machen müssen und zweitens, ob wir jetzt einfach zurück müssen zu den lieben Hundis und jetzt eine andere Stelle suchen müssen, wo wir dann weiterkommen. Genau, da gibt es doch noch diesen dritten Abschnitt, nicht wahr? Warte mal, wo bin ich hier überhaupt? Ich muss mich mal kurz konzentrieren. Hier, genau. Da gibt es ja noch diesen dritten Abschnitt, wo wir noch gar nicht drin waren, wenn mich nicht alles täuscht. Die Frage ist... Ist das jetzt... Ja, das wird wahrscheinlich der Schlüssel sein für diese Tür, oder? Müssen wir mal gucken. So, hier sind jetzt die lieben Hundis irgendwo. Okay. Mal einigermaßen ruhig halten hier. Und hier können wir bei der Gelegenheit auch mal auf den Plan gucken. So, wir sind da... Ne, Moment. Hier, ne? Da. Und hier vorne müssten wir jetzt hin. Also einfach nach da... Dann nach rechts, links,
Okay. Rechts, links, rechts, links. Schaffen wir das irgendwo? Irgendwie. Hier sind ja auch überall diese Schilder. Vielleicht helfen die ein bisschen. Entschuldigung. Ein bisschen Nase kratzen. Oh, und ab und zu mal blinzeln. Ist auch nicht schlecht. Es ist so warm hier einfach. Da sind die Augen sogar ganz trocken. Nicht nur der Hals, sondern auch die Augen. So, Auxiliary Shaft. Ich glaube, da müssen wir nämlich hin. Gibt es hier noch irgendwas? Wahrscheinlich den Tod. Toolshed. Hm. Gut, aber ich meine, da waren wir schon. Wir gehen jetzt, versuchen es zumindest, einmal da zurückzugehen zu dieser mysteriösen Tür. Hört ihr das? Hahaha. Da steht nämlich ein Wuff. Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob wir da vielleicht ein Stück Fleisch reinschmeißen können in diesen Container und den da einsperren oder so. Aber ob das von Erfolg gekrönt sein wird, ich weiß es ja nicht so genau. Da ist auch ein Schatten. Da ist auch ein Schatten. Wir haben ziemlich viel Dörrfleisch dabei. Kann ich das vielleicht mal in die Hand nehmen, ja? Ich frage mich, wie weit ich damit werfen kann eigentlich. Weil vielleicht könnten wir das jetzt... Oh, hat das sich verpinkelt? Das wäre vielleicht nicht schlecht, weil vielleicht könnten wir es auch so rüberwerfen. Einfach, ha, da ist er. Ha, 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 ha. Irgendwo nach da hinten, weißt du? Aber wenn er das jetzt hier vor unsere Füße droppt einfach, dann ist das wahrscheinlich nicht so vorteilhaft für uns. Ha, 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 wir gucken ihn zu lange an. Pass auf, ich versuch's. Mahal, der guckt uns voll an. Shit, er hat uns gesehen. Da, nimm. Das wird nicht klappen. Ich glaube kaum, dass das klappen wird. Lauf, 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 lauf. Ich glaube, es ist zu spät. Ich glaube, es ist zu spät. Nicht gut. Ah, stimmt. Noch ein bisschen hier Bunny-Hopping. Komm, vielleicht hier durchlaufen. Na, nicht das Fleisch hinlegen. Ach komm, lass mich töten. War eh zu spät. Wenn man irgendwas in der Hand hat, dann kann man die Tür nicht bedienen. Das ist extrem nervig. So, wir sind hier gerade rausgekommen. Okay, dann sage ich gar nichts. Dann können wir es einfach nochmal probieren. Gut. Pass auf. Ja. Können wir vielleicht einen alternativen Weg gehen, weißt du? Einfach mal hier so rum. Excavation, genau. Da sind wir reingegangen. Auf der Flucht. Ihr erinnert uns. Ihr erinnert uns, ja. Ihr erinnert euch vielleicht, wie wir da geflohen sind. Natürlich höchst männlich und, ja. Nicht etwa, weil wir Angst hatten oder sowas. Wollten nur nicht, dass der Wolf seine Zähnchen verletzt an unserer männlichen Lederhaut. Ne? Das wollten wir ihm ersparen. Und deswegen sind wir da abgehauen. So. Wo ist erstens der Wolf, zweitens die Tür? Hahaha. Ich weiß nicht, ob das nicht schon zu spät war. Ohohoho. Nö, nö, nö. Shit. Das war schon wieder too much. Shit, shit, shit. Auxiliary Shaft. Schaffen wir es vielleicht irgendwie? Ich glaube kaum. Ja, da ist noch ein Wolf. Super. Wahrscheinlich müssen wir da jetzt erstmal... Kann ich hier vielleicht durch? Ah, komm, 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 komm. Können wir vielleicht hier durch, weißt du, und dann nochmal zurück? Aber hier war ja auch ein Wolf. Ah, das ist alles nicht gut. Ich nehme mal ein Schmerzmittelchen. Geht das vielleicht irgendwie hier auf uns ziehen? Komm, nimm. Oder Doppelklick, auch gut. Fit wie ein Turnschuh, super. Dann gehen wir mal zurück und wahrscheinlich hilft das jetzt genau gar nichts. Doch, scheinbar schon. Was ich sagen wollte, wahrscheinlich müssen wir jetzt da an der Tür erstmal sowieso total lang rumfummeln, um den Schlüssel da irgendwie reinzustopfen. Und deswegen hätte das jetzt auch nicht viel gebracht. So, das hier, ach so, da ist ein... Das ist die Tür mit dem blöden Brett davor, aber können wir das bewegen oder was? Können wir das Brett bewegen? Sehe ich gerade nicht. Ich probiere mal einen Schlüssel aus, aber das ist hier ja nicht zugeschlossen oder so, oder? Was habe ich mir... Himmel, was habe ich mir dabei gedacht? Ja, ich weiß auch nicht, Dude. Mit dem Besen vielleicht. Das müsste ja theoretisch gehen. Ah, nicht so laut. Ha, 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 ha. Oh, ho, ho, ho.
Nee, okay, so funktioniert's nicht. Was können wir denn sonst noch machen? Anzünden. Säge, natürlich, die Säge. Haha, nee, nicht so. Hier, 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 Säge mal schön. Sehr schön. Habt ihr wahrscheinlich schon vor... Hahaha, vor etlichen Folgen gesagt. Ah, komm, zumachen, zumachen. Nein, er ist drin, nein, blöd. Ah. Ja, das hat ihn offenbar angelockt. Blöde Sache. Oh, da war ja ein komischer Kratzer irgendwie im Sound drin. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gehört habt. Oh, wir sind hier. Ich dachte, wir sind weiter weg. Okay, dann pass auf, wir versuchen es einfach direkt nochmal. Auf der 6 haben wir die Säge. Ja. Komm schon. Und zumachen. Und wieder das Brett davor. Ach nee, wir haben es zersägt. So ein Unglück. So, und los. Was? Oh, weiter geht's. Na klar, der Schlüssel ist da ja gar nicht dafür gewesen. Da ist ja das Brett davor gewesen. Brett vorm Kopf. Hätten wir da jetzt auch schon, also hätten wir hier auch schon früher hingekonnt? Naja, ist auch relativ wumpe. Da ist wieder ein Wolfi. Dann halten wir uns mal besser rechts. Ist ja auch relativ wumpe. Es war ja offenbar schon sinnvoll, erstmal den anderen Teil zu machen. So, Propangaskanister. Gut. Schön, ansonsten ist hier nichts. Alles klar, können wir den vielleicht entzünden und dem Wolf entgegenschmeißen? Pass auf. Einfach, weil wir es können, weil, weißt du, warum nicht? Können wir es ja einfach mal probieren. Wie soll das bitte schön funktionieren? Ja, weiß ich auch nicht, wie man die beiden Sachen miteinander kombinieren kann. Okay. Hier mal reinglotzen. Scheint nichts drin zu sein. Nö. Okay. Ja, eine altbewährte Taktik. Einfach mal hier rechts entlang schleichen und gucken, wo wir ankommen. Vielleicht hilft's ja. Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Wir sind jetzt einfach da ganz rechts unten. Und wir müssen nach oben. Na gut, dann. Die Frage ist, können wir noch irgendwas abstauben unterwegs? Ja, wahrscheinlich eine Fleischwunde. Funken sogar, die Funken erschrecken mich. Hier scheint auch nichts groß drin zu sein. Okay, da ist ein Wolf. So, das ist dann wahrscheinlich mehr als einer, sehe ich das richtig? So, Fleisch ist auf der 4, okay. Ja. Oder ist der Wolf echt so schnell hier hingerannt wieder. Ich weiß es nicht. Die Frage ist, ob wir da jetzt einfach mal schnell hinrennen könnten. Pass auf, wir probieren es nochmal mit dem Fleisch. Ja, das ist großartig. Das ist echt, das ist so ein Honk. Boah, es ist so ein Held, weißt du? Oh. Das ist unglaublich. So, können wir da durch? Oder sind, nee, hier sind wir reingekommen, ne? Ja. Ich habe ja schon die Tür gesehen von dem Auxiliary Shaft und ich, oder naja, zumindest das Schild. Vielleicht können wir da jetzt einfach mal schnell durchrennen. Der Wolf scheint beschäftigt zu sein. Das ist gut. Da ist noch einer. Komm, wir rennen jetzt einfach. So machen wir das nämlich. Vielleicht gab es da ja noch irgendwie ein Battery Pack oder irgendwas. Oh, ho, ho. Dieser Bereich muss ein Zugangspunkt sein, über den man tiefer hineinkommt. Ja, das sieht gut aus. Das wird wahrscheinlich dieses... ne, Gerät sein, das Red meinte. Na, wenn das mal keine Höllenmaschine ist. Die Stahlzähne an der Front sehen verdammt scharf aus. Irgendwie macht das Ding einen äußerst grimmigen Eindruck. Mhm. Einen grimmigen Eindruck. Ja, geht, ne? Was können wir denn damit machen? Können wir es bewegen? Können wir es tätscheln? Ja, braves Gerät. Brave Höllenmaschine. Ja, da werden wir wahrscheinlich, ja, hier gleich was mitmachen können. Das muss die Kontrollstation für das gelbe Monster sein. Gucken wir gleich. Aha, ein Stecker. Das müssen wir bestimmt mit dem Benzin kombinieren. Ja, gut, okay, verstehe. Wir haben hier wahrscheinlich einen benzinbetriebenen Generator oder sowas. Stromkasten. Hier ist, glaube ich, der Stecker, der übergroße. Warte mal. Ja. Können wir es vielleicht bis dahin ziehen? Ja, scheint schon mal zu funktionieren. Ah, nehmen wir erstmal das hier. Hier ist doch bestimmt irgendwas dahinter. Nee, leider nicht. Ah, da oben ist was. Guck an. Hat der Ochi das wieder gefunden? Was heißt wieder?
zur Abwechslung mal. Ah, Dynamit und Leuchtsignal. Bedenke beim Dynamit, sobald man es in die Hand nimmt, fängt es an zu brennen. So funktioniert Dynamit nämlich. Was ist das hier? Ich bezweifle, dass der Transformator regelmäßigen Wartungen unterzogen wurde. Ja, das hat uns bisher ja auch nicht aufgehalten.